Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Quellwerk. Unser Gott ist der Gott, der die Wüste zum Blühen bringt, der im größten Mangel seine Fülle freisetzen will. Und wenn du dich gerade in der Wüste befindest, möchte ich dir einige Punkte sagen, die dir eine neue Perspektive geben und die dir Kraft geben, um wirklich bis zum gelobten Land durchzubrechen. Ich bin so begeistert, wenn ich die Bibel lese, dass Gott immer eine Lösung und immer eine Befreiung für uns hat, ganz egal wie trocken und wie wüstenartig unsere momentane Situation noch aussehen mag. In 2. Mose 14, Vers 13 sagt die Bibel, Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Ihr werdet ab heute die Ägypter nie mehr sehen. Und das, was Mose dort vor dem Roten Meer, dem verängstigten Volk, sagte, erfüllte sich buchstäblich. Gott öffnete einen Weg durch das Meer. Israel ging trockenen Fußes durch, die Ägypter wurden darin begraben. Und nie mehr sollten die Ägypter irgendwie hinter dem Volk Gottes herrennen können. Und dann sind sie in dieser Wüste und ihre Frage ist, Gott, wie kommen wir durch? Im 5. Buch Mose wird das resümiert und zusammengefasst. Hör mal, was da steht. Dort heißt es, ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind an euch nicht zerschlissen und die Schuhe an deinen Füßen sind nicht zerschlissen. Brot habt ihr nicht gegessen und habt ihr nicht getrunken. Und Wein habt ihr nicht getrunken, damit ihr erkennen sollt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und als ihr an diesen Ort kamt, da zogen Sihon, der König von Heschbon, und Og, der König von Baschan, uns zum Kampf entgegen und wir konnten sie schlagen. Gott sagt, hey, deine Kleidung, sie blieb, wie sie war. Brot hattet ihr noch nicht mal nötig, weil ich euch mit Manna vom Himmel gespeist habe. Ihr brauchtet keinen Rauschtrank, ich gab euch Wasser mitten in der Wüste. Ihr hattet alles und sogar die Feinde wurden besiegt. Und ich dachte, wow, was für ein unglaubliches Zeugnis, mitten in der Wüste ist Gott in der Lage, all diese Dinge zu tun. Und ich bin noch ein bisschen weitergegangen. Wenn du das liest, dann erlebst du, dass Gott sogar in der Wüste ihr Arzt war. Dort heißt es in 5. Mose, 7. Kapitel, Vers 15 und 16, und der Herr hat die Krankheit abgewendet und keine der Seuchen Ägyptens ist auf euch gekommen, sondern ich war der Herr, euer Arzt. Wow, Gott ist derjenige, der wirklich versorgt. Und im 1. Korintherbrief schreibt Paulus das und sagt, Leute, im 10. Kapitel, Vers 6, diese Dinge sind euch als Vorbild gegeben. Das heißt, wenn Gott so mit dem alttestamentlichen Volk schon unterwegs war, warum willst du nicht glauben, dass er auch im neuen Bund mit dir so unterwegs ist, dass er der Herr dein Arzt ist, dass er der Herr dein Versorger ist, dass es noch nicht mal, dass sogar der Herr für deine Versorgung von Kleidung sorgt. Jesus sagt es im Neuen Testament zu den Leuten und sagt, ey, sorgt euch nicht, was ihr essen oder trinken oder anziehen oder was auch immer. Euer Vater im Himmel weiß das und er wird sorgen. Halleluja. Und ich bin so beeindruckt, wenn ich darüber nachdenke, dass unser Herr sagt, hey, ich will dich versorgen. Du sollst es erleben, dass dieses Wort wahr ist, das im Psalm 23 steht. Der Herr ist mein Hirte und es wird mir nichts mangeln. Und ihr Lieben, das gilt auch für dieses Jahr 2022. Das gilt auch für heute und das gilt auch für diese Woche. Und das gilt sogar in Wüstenzeiten. Der Herr ist dein Versorger. Der Herr ist deine Hilfe. Der Herr ist deine Kraft. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.